meine Dame, meine Herren, wie kann ich Ihnen helfen? Mr. Babbitt, Ihre Gesellschaft, die SEAS. The Society for the Exact Alternative Sciences, ja? Sie genießt den außergewöhnlichen Ruf, alternative Forschung zu finanzieren und auch unorthodoxe Erkenntnisse zu berücksichtigen. Und wir benötigen Ihre Hilfe. Was wären das für unorthodoxe Erkenntnisse? Ich weiß, es klingt verrückt. Ich habe Schuppen gefunden. Die DNA ist die eines Triceratops. Aber meine Probe war keine 70 Jahre alt. Also jetzt hören Sie mal zu, Sie können mir nichts erzählen. Ich bin Geologe. Sie haben meine Fotos gesehen. Gesteinsschichten aus drei unterschiedlichen Zeitaltern, durcheinander gerührt wie Erdbeerjoghurt. Welche Kraft soll so etwas bewirken? Wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf, Sir. Die astromechanischen Messungen im Rahmen meines letzten Projektes liegen Ihnen vor. Was Ihrer Meinung nach soll ich daraus schließen? Außer, dass es an diesem Punkt im Universum nicht eine Erde gibt, sondern zwei. Offen gestanden, Sir, Sie sind unsere letzte Hoffnung. Wenn wir weiterarbeiten wollen, brauchen wir Ihre Unterstützung. Gut. Wir werden Ihnen ein paar Dinge zeigen, die Sie sicherlich inspirieren werden. Ada, Darling, würdest du dich freundlicherweise um die Herrschaften kümmern? Natürlich, Jarvis, sehr gern. Bitte folgen Sie mir. Willkommen an Bord, Miss Holmlund, Mr. Bendick, Mr. Cole. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen, Miss... Oh, bitte nennen Sie mich Ada. Sie alle. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Ein sehr gutes Stichwort, Miss Ada. Wo werden wir diese Zeit verbringen und womit, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Zunächst werden Sie sich in unserem Trainingscamp auf die Expedition vorbereiten. Könnten wir vielleicht ein paar Details über die Expedition erfahren? Ich möchte Ihnen noch nicht zu viel verraten. Aber so viel kann ich Ihnen sagen. In ungefähr 6 Stunden werden wir unser Zielgebiet erreichen. Dort wird unsere Jumpbox ausgeklinkt und ein wenig später erreichen wir das Camp. Entschuldigen Sie, aber was zum Henker ist eine Jumpbox? Das da drüben. Sie meinen die Kiste? Wenn Sie so wollen. Mir schmeckt das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wissen Sie, ich werde einfach nicht gern in Umzugskisten aus Flugzeugen geschmissen. Wieso nicht, Stina? Keine Lust auf ein bisschen Abenteuer? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin aus beruflichen Gründen hier. Wozu eigentlich dieser gepolsterte Karton? Ich nehme nicht an, dass wir darin Haifische oder so etwas beobachten werden. Ach, wissen Sie, damit kommen wir sicher runter, ohne dass jeder von uns einen Fallschirm benutzen muss. Naja, ehrlich gesagt, mir gefällt die Vorstellung trotzdem nicht. Also wenn Sie mich fragen, ich würde jederzeit mit Ihnen in die Kiste steigen. Willkommen in Viking Park. Na, das ist doch was Feines. Gibt's da zufällig einen Gruppentarif? Willkommen in Viking Park. In diesem Tutorial werden wir Sie mit den Grundlagen der Steuerung vertraut machen.